Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein 2. Wir sind gerade am Weg zur Bank of America. Oder wie sie auch immer heißen mag. Ich probiere mal heute ein neues Aufnahmegerät aus. Schauen wir mal, wie sich das etablieren wird hier. Oder ob ich es wieder auf die altmodische Art aufnehmen werde. Aber ich hoffe, das neue System funktioniert besser als das alte. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich muss woanders sitzen. Da sitze ich verdammt weit weg. Aber ja, soll nichts Schlimmes passieren, hätte ich gesagt. So, naja, das ist diese Halle hier. Da war ich ja schon mal. Das kann ich mich noch gut erinnern. Da ist dieser Fette da hinten. Hier geht er. Bingo Bongo. Den müsste ich gleich als erstes erschrecken. Oh, der ist schon weg. Das ging eine flotte Karotte hier. So, nächste. Nächste. Naja, kommen noch welche? Ich glaube, die kommen hier noch welche. Ja, da ist noch einer. Tschüss, weg. Da gibt es noch ein paar. Du. Weg ist er. Schade. Der versteckt sich. Schweinerei. Na geh. Tschüss. Du brauchst ihn nicht verstecken, mein Freund. Weg. So, weg. Da gibt's Unmengen an Sachen. Geil, geil, geil. So. Was gibt's da noch? Wow, einer runter wollte jetzt nicht. Ich will nach hier oben weiter schauen, was es hier so gibt. Wir haben auch diesen fetten Typen da erledigt eigentlich. So, da unten gibt es auch was, sehe ich gerade, zack, ducken. Handgranaten haben wir, volle Kanne schon alles mit. Sehr gut. Naja, dann heißt es wohl, weitergehen. Nichts. Nein, nicht schon wieder. Weg, weg damit, das braucht keine. So was brauchen wir hier nicht. So. Das haben wir auch schon. Da ist diese. Garnitur oder S-Bahn-Garnitur, wir müssen in den Ruhe. Können wir rüber gehen? Weiß gar nicht, ob da noch jemand ist. Ich glaube nicht. Da sind wir ziemlich alleine. Das haben wir auch schon voll. So, ich war ja hier leider schon mal. Nur. Sargasso, ich muss mir wohl den Weg freispringen. Na bitte, dann springen wir uns den Weg frei. Ich war schon hier, wollte ich sagen, weil mir ist ja die Aufnahme das letzte Mal erfolgreich in die Hose gegangen. Deswegen kenne ich mich hier schon aus, weiß, was ich zu tun habe. Das letzte Mal sind wir hier rumgelaufen. Hm, was muss ich machen? Ah, da unten ist was. Hm, wie komme ich da hin? Ah, hier. So. Dann so, was ist das? Oh, eine Gastank. Ich habe Angst. Ich muss hier weg. Aber wir wissen ja, was wir zu tun haben, und zwar das. So. Und das war's. Tada! Gastank explodiert. Ziemlich erfolgreich, ich finde. So, auffüllen. Was denn sonst? Und wieder runter mit uns. So, dann. So, da ist die Tür. Nee, das ist sie nicht. Da ist sie. Da geht's irgendwie durch. Genau, jetzt komme ich ja da irgendwo raus. Wo ich dann irgendwie irgendwas alle aus dem Boden vernietet habe. War das nicht die Stelle im Spiel? Hm, weiß ich jetzt nicht. Muss ich zugeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, hier sind wir. Ah, ich weiß, wo wir sind. Nahaha. Ich weiß ja, wo wir sind. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe Angst. So. Falsche Waffe. Die wollte ich. Die war gut. Wow, da ist noch einer.
Das sind mehrere von diesen. So, ich muss hier mal durch. Kurz. Ich baller mich mal darüber. Ich baller die da mal weg, dann habe ich die erledigt. Gehen wir die nämlich nicht auf den Keks. Da oben steht einer. Tschüss. Den haben wir auch. Das war dann. Oh! Das war nicht so gut. Definitiv nicht so gut. Aber egal. Wir haben es wieder mal geschafft. So wie letztes Mal. Ja, die Waffe wollen wir nicht, die ist uns zu groß. Und hier müssen wir hin. The Bank. The American Bank, nicht die Bank of America. The American Bank, so heißt's. Da haben wir alles. Was? Was war das? War eventuell mein Handy hinter mir. So. Ja, kann sie auch mal lieren. Ich habe noch nicht genug Munition, wie ich finde. Das geht nicht, das geht nicht. Wir brauchen Munition. Weil ich weiß, dass ich definitiv viel Munition verschwenden werde. Das haben wir schon. Schade. Ich lasse das so. Jetzt haben wir auch geschafft. Da müssen wir durch. Weiß ich leider auch schon, weil ich ja schon hier war. Tut mir leid. Es tut mir echt sehr leid, dass ich schon hier war. Jedoch, was wäre mir denn übergeblieben? Hätte ich mich verstecken können. Geil. Unnützes Versteck, wie ich finde. Aber ja. Irgendwie vibriert mein Handy ganz schön oft hier im Hintergrund. Muss mal kurz schauen, was da los ist. Was haben wir denn hier für Probleme? Oh, ja, egal. Ganz egal, lass mal Probleme sein. So. Limit erreicht, sehr gut. Wir haben genug Munition jetzt. Somit können wir dezent und Vollgas hier durch. Da scheint sich jemand zu wehren. Ist auch gut so. Sich hier jemand wehrt. Liegt noch einer. Was haben wir denn hier so? Außer Gerümpel und Schrott. Ja, Gerümpel und Schrott. Trifft ziemlich gut, hätte ich mal gesagt. Da ist irgendwie genau gar nichts. So richtig gar nichts ist da. So, da kommen wir jetzt nicht hoch. Schade. Müssen wir wieder rundherum gehen. So. Dann müssen wir, wo müssen wir hin? Davor und darüber und ja. Gut, hier ist einmal. Bin ich da hoch oder nicht? Jetzt komme ich hoch. Wurde aber auch Zeit. Und jetzt bringt man das Ganze irgendwie. Genau, gar nichts. Da darf man nicht drüber, schade. Da gibt es auch nichts zu holen, da auch nicht. Na dann, darunter. Durch eine enge Gasse, durch enge Gassen ist es nie gut zu gehen. Ich das sagen darf bei solchen Spielen, man geht nie durch enge Gassen. Und zack, da rein. So, da war ja mein tolles Versteck das letzte Mal, was ich hier habe. Ich von unten alle getötet und war dann der König der Winzer. Unten gibt es auch noch irgendwo was, was ich weiß. Ah, weiß. Da gibt es so schön was. Gold! Oh, Bleskovic in Unterhose. Oh, fisch, fisch. Ah, der goldene Oberkörper des Bleskovic. Kurz, Therapie. So, dann was haben wir noch da? Was haben wir noch? Kann man jetzt auf der Karte schon ein? Ah, sehen wir nichts. Da drüben waren wir noch nicht. Da sind wir gekommen. Sie sind da. Da sind wir gekommen. So, da drüben müssen wir hochgehen, so fängt es an. Da gehen wir jetzt noch nicht hoch, weil ich einen Schmäh entdeckt habe das letzte Mal und den nutzen wir jetzt beim Hart aus. So wie letztes Mal. Die kommen alle da vorbei und somit werden sie alle irgendwie da drauf gehen.
Das hat sich noch nicht mehr verabschiedet oder auch nicht. Ich gefällt mir jetzt gerade gar nicht, was er tut. Der ist weg. Der ist weg. Das ist Nummer 2, Nummer 3. Kann man noch ein paar vorbeikommen und von den lustigen Leuten hier. Kommt noch einer? So, schön nicht. Ja, muss man aufgeben. Können sie oben auch gut zu mir setzen. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht gerade. Die Armen sind hier. Der ist weg. Oh! Boah, das war heftig, aber geschafft. Ich hätte die Leiter hoch, ne? Machen wir doch gleich. So muss ich den mal ein bisschen. Ja, gleich. Ich sammle noch einen. Da gibt's was für mich. Alles, was ich brauchen kann, nehme ich mit. Hoppa. Da wird's. Ja, 100 Leben. Was? Soll ich das nicht nehmen? Jetzt. Ah. Concept Art. Ja, das ist die Britta Kran. Ah, das ist die Kranhalle. Da haben wir den bösen Kampf gehabt. Und das ist die Halle und das ist der Weg. Cool. Echt coole Bilder dabei. Es sind echt coole Bilder dabei. Muss man ehrlich zugeben. Da haben sie sich echt was überlegt. So, unser Weg geht da hoch. Über dieses Auto. Hier hoch. Los, mein Sohn. Nimm meine und Hand. Dann stellen wir uns einfach mal vor. Hallo? Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blaskowitz. Blaskowitz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Arsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blase nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie den Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria! Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter Tod gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy, entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihrer Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen.
der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und doch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts verschütten, Horten, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Rotten Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben Sie den getrennt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat den Durchblick. Also, wie ist der Plan? Du reitest den Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Was wird dort sein? Wow! Ruhig, ganz ruhig! Ja, also entschuldigen Sie. Horten, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Na dann, viel Spaß. So, kurz mal. Oh, da, Panzerhund, das wollten wir. Der Panzerhund. Der Panzerhund lässt sich mit der regulären Steuerungskonfiguration bewegen. Drücke R2, um den Flammenwerfer abzufeuern. Drücke Kreis, um den Panzerhund abzusteigen. Ja, schaut sich doch leicht an. So, stopp. Stopp. Wo muss ich denn hin? Jetzt sind wir mal, falsch. Raus, wo muss ich hin? Ich bin hier. Wir müssen dahin. Ollalal. Leg dir das hin, sieh mal, was du drauf hast. So, 800 irgendwas. Wir haben ein Signal entdeckt. Definitiv muss ich das irgendwie bedienen, das Teil. Oder? Ist das bedienen? Was ist mit dir da? Was ist mit Bier? Das war's für dich. 86, 85. Das ging ja, glaube ich, falsch, aber egal. Ich kann gar nichts, ich gehe hier falsch. Aber, wisst ihr was das geil ist? Ich habe diesen fetten, geilen Hund. Und der fette, geile Hund macht fett, geilen Schaden. Ja, renn doch. Da, die Tür sind weg. Der steht hinter mir und rennt mir nach. Was ist mit euch da? Tschüss mit dir. Ciao wieder. Warum kann ich das nicht so? Geht mir das nicht in die Knie so runter? Das wär's doch, dieses Auto einfach
eliminieren, aber das geht wieder nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's irgendwie weh. So, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da 13 Schritte irgendwo hin, aber irgendwie seht da nichts. So. Was ist da drin? Außer nix und nix. 17, 16, 15, 14. Und was ist das? Da gehe ich wieder weg. Muss ich vielleicht da rein? Könnte das sein, dass ich da rein muss oder runter? Du passt mein Hund ja nicht durch. Ich will meinen Hund nicht abstellen, das ist geil. Das muss ich jetzt abstellen. Ich mag 16 Schritte, 16, 15, 14, 18. Dann muss ich doch abstellen. Könnte ich nicht mal. Bleibt ihr dann da stehen oder verschwindet ihr dann? Das ist die Frage, nicht? Das ist die Frage. Ist zu laut. Verdammt, Entschuldigung. Gut, nicht zu laut sein, aber. Das kann mal passieren. So. Passt mal auf. Wir machen das anders. Bevor ich absteige, machen wir hier eine kleine Pause. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. So wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Das heißt Let's Play Wolfenstein 2. Ciao.